Hallo Leute, mein Name ist Hotzasee und willkommen zurück zu Factorio. Hier, wo wir mit Bob Mods spielen. Und letztes Mal haben wir es geschafft, die gelben Fläschchen, die ersten Wissenschaftspakete zu automatisieren. Recht einfach, aber auf dem Weg dorthin haben wir festgestellt, der nächste Schritt für die elektronischen Schaltkreise, das braucht dann schon einiges mehr, was wir hier unten so behelfsmäßig mal aufgebaut haben, damit wir ein paar Maschinen hinbekommen, so dass wir hier auch Stahl produzieren können. Nun, ich denke, um den nächsten Schritt machen zu können, machen wir doch mal unseren Bus. Wir werden viermal Eisen haben, viermal Kupfer, zweimal Zink, zweimal Stahl. Und ich denke, fürs Erste reicht uns mal ein Einbau hier. Und wir werden dann auch uns darum kümmern müssen, dass wir alle weiteren Zutaten auch hinbekommen, die wir für dieses Setup hier unten benötigen. Und das heißt zum Beispiel hier für das Harz, da brauchen wir eine zuverlässige Quelle für Holz. Aber wir brauchen dann auch hier Blei, was wir von Galina rausbekommen. Und wir müssen das dann schmelzen. Darum platzieren wir doch hier einfach mal ein weiteres Furnace Array. Und das können wir in normalen Öfen schmelzen. Nun gut, das sind die Pläne soweit. Ich denke, ich baue das einfach mal so fertig. Schließe unsere Ressourcen, die wir haben, an und dann wahrscheinlich auch hier etwas Blei abbauen, damit wir das da oben mit reinpacken können. Und dann wenn wir Blei haben. Blei. Wofür brauchen wir das? Für Solder? Okay. Es gibt ein paar Anwendungsfälle, aber ich glaube, die zwei häufigsten sind hier Solder, Batterie und die verschiedenen Zellen. Denke, wir legen Blei auch mit aufs Band. Und dann müssen wir uns überlegen, wie machen wir quasi Legierungen, wie wollen wir das hinbekommen. Aber eins nach dem anderen. Wir haben den Anfang von unserem Bus und wir haben hier nun Kohle drauf, Eisen, Kupfer, Zinn, Stahl, Blei. Und hier oben habe ich was eingerechnet für Glas, denn wenn wir Holz produzieren wollen, dann brauchen wir Gewächshäuser und Gewächshäuser brauchen Glas. Aber was wir
vorher noch machen können, ist hier auf der Seitenlinie da können wir das so machen. Etwas weiter draußen. Hier. Hier brauchen wir Wasser. Und das ersetzt dann im Wesentlichen das Setup hier unten. Wo wir ein paar Untergrundrohre brauchen, um das Wasser hochzuleiten. Und dann da auch etwas Strom. Und das nächste wird dann effektiv sein, da haben wir Wasser, machen wir das so. Dann brauchen wir ein paar Gewächshäuser. Das brauchen wir etwas Glas. Wir beginnen mal mit 15 und schauen mal, wo platzieren wir das hin. Alles, was wir hier jetzt haben, ist recht temporär, abgesehen vom Bus. Der wird hoffentlich bleiben, aber all das, was wir insbesondere, was wir hier unten platzieren, ich hoffe, das können wir ziemlich bald mal ersetzen. Und ich denke, hier, das wäre doch ein guter Platz für ein paar Grünhäuser. Also, Grünhäuser, die brauchen auch Wasser. Dann nehmen wir doch hier einmal das hier rüber. Hinbekommen.
Okay, wir brauchen Setzlinge und Wasser. Wo bekommen wir Setzlinge? Hier. Okay. Die bekommen wir aus Holz. Das heißt, wir haben einen Eingang für die Setzlinge und einen Ausgang fürs Holz. Wenn wir Holz hier nach oben legen, dann heißt das, das machen wir hier nach unten. Und das Ganze, da können wir dann spiegeln und hier oben Holz Setzlinge produzieren. Gut, ich denke, das müssen wir vervollständigen, aber dafür brauche ich ein paar mehr Greifarme etc. Das heißt, wieder einmal heißt es warten, bis ich alles zusammen habe. Das Kupfer. Und vielleicht machen wir statt 5 Gewächshäuser 10 Gewächshäuser auf jeder Seite. Aber das bekommen wir hin. Unsere Holzproduktion ist angelaufen. Wir produzieren noch nicht auf allen Greenhäusern, Gewächshäusern Holz. Das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, das Problem hier ist, dass wir hier die Setzlinge nicht schnell genug rauskriegen. Ich habe schon zwei Greifarme, die das für uns erledigen. Aber möglicherweise braucht es auch einfach ein bisschen Zeit, denn die Gewächshäuser, die sind nicht allzu schnell. Und hier aus dem Holz machen wir dann gleich auch Harz. Und all das kommt mit auf den Bus. Und all das, was ich hier oben in einer etwas permanenteren Form gebaut habe, habe ich hier unten entfernt. So, wenn wir jetzt schauen, was ist denn so das nächste auf der Liste. Wir wollen dahin kommen. Denn das werden wir brauchen für brauchen wir das für die gelben oder für die nächsten Wissenschaftspakete. Wir brauchen es jedenfalls früher oder später. Und dafür brauchen wir die
Circuit Boards, wir brauchen die Holzplatten, daraus machen wir quasi Platinen, und dann brauchen wir auch Lötzinn, das machen wir aus Lötzinn und Harz. Das heißt, das nächste auf unserer Liste ist hier aus Lötzinn selber, aus Zinn und Blei. Und das wird dann auch schon das erste sein, was wir hier anlegen. Wir brauchen nun werden die langen Untergrund Dinger günstig. Gut. Verbinden wir mit Strom. Und dann brauchen wir Untergrundbänder. Schön, wieder einen Schritt näher an einem Teil, was vielleicht hier aussieht
Basis. Gut, das nächste, jetzt wo wir das Lötzinn haben. Wo versteckt es sich denn? Hier. Dann brauchen wir die Kabel. Und wir brauchen auch Zinnkabel, damit wir dann hier die Dioden herstellen können. Und dann sollten wir alles haben für die elektronischen Schaltkreise. Aber für mich sieht das eher aus nach einem Projekt für nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir hoffentlich bis zu den Schaltkreisen kommen. Also bis dann und tschüss!